Ende ist nah, Leute. Ich begrüße euch zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Xillia. Im letzten Part haben wir eigentlich die letzten Vorbereitungen getroffen, um eben nun uns Gaius und Musette endgültig nochmal in den Weg zu stellen und diese hoffentlich zu besiegen, Leute. Es war ein langer Weg, Leute, bis hierhin. Und der ist immer noch nicht vorbei. Denn jetzt müssen wir uns hier gegen den wahrscheinlich stärksten Gegner im Spiel hier schlagen. Und zwar, wie gesagt, Gaius, Musette. Ich tippe einfach nochmal auf die Kimeriden da. Also Wingul und Agria und so weiter. Und Leute, es wird sehr hart werden. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wir müssen in den Dimensionsriss geben. Im letzten Part hat uns ja Gaius ein Dolch gegeben, mit dem wir eben durch Zeit und Raum reisen können. Er hat uns eigentlich gesagt damit, dass wir da wieder nach Riese Maxia zurückkehren, um eben, ja, einfach leben und leben lassen. Weil wir wissen ja alle, Gaius ist nicht böse. Er ist, nehmen wir es einfach mal, sehr überzeugt von seinem, was er eben vorhat. Aber er ist jetzt nicht so grausam, dass er sich einfach abschlachten würde, wenn er einfach nur Spaß an der Freude. Musette möchte schon eher zutrauen. Alle Charaktere wurden sich jetzt eben nochmal klar, ob sie jetzt wirklich hier mitreisen könnten. Leute, es könnte natürlich auch die letzte Reise hier sein. Hier sind wir nochmal in Olympus, Leute. Und bald reisen wir nochmal zum Dimensionsriss. Und dann werden wir es beenden. Davor nochmal kurz eine Sache. Ihr seht, ich habe ungefähr so 10 Level mit jedem Charakter gemacht. Also, vielleicht noch nicht 10, aber zumindest sind alle Charaktere nochmal ein bisschen stärker geworden, alle so um 65, 66. Und ich denke, das werden wir auch brauchen, Leute. Ich habe ein bisschen Angst, Leute, besonders für Gaius. Ich meine, beim letzten Mal, als wir gegen Gaius gekämpft haben, hat er uns alle gemacht. Und wohlgemerkt, das war vor ungefähr 15 Stunden. Er muss ja nicht mal stärker sein als da. Und ich habe mir das nochmal mit den Shops jetzt genauer angesehen. Das Erweitern habe ich jetzt gemacht. Ihr seht, alle sind jetzt so auf Level 60, 70, weil ich einfach alle meine Ressourcen über das ganze Spiel gesammelt haben, also größtenteils zumindest, da reingehauen hab. Aber, also besonders Objekte waren wichtig. Ah, Objekte weiß ich noch gar nicht. Objekte müssen wir, glaube ich, noch mehr kurz einkaufen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Wir kaufen uns mal 10 Wundergummis. Ihr seht auch, wir haben eine 500.000 Geld. Das war lustig, als wir eine 500.000 Geld bekommen hat. Da hat, wie hieß sie nochmal? Leia hat dann so gesagt, oh mein Gott, Jungs, wir haben 1.000.000 Geld. Ganz vorsichtig. Lasst es euch nicht anmerken. Das war sehr gut. So, wir geben nochmal alles aus, nein. Aber ich denke, Leute, Tank des Lebens ist wichtig. Dann kaufen wir uns noch 5 Elixiere. So. Super in der Seele, wie so viel Geld auszugeben. Aber Leute, ich denke, wir werden es brauchen. Bei den anderen Sachen waren es jetzt weniger sinnvolle Sachen. Ich habe offscreen eine Teufelsbestie besiegt. Das sind diese Kreaturen, von denen es 6 gibt und die eben sehr stark sind. Und ja, also von allen anderen, ihr seht es, die Waffen. Komplett scheiße. Keine einzige Waffe ist annähernd so gut und der Shop ist schon auf Level 60. Vielleicht gibt es, wenn wir den auf Level 100 machen, noch bessere Waffen, aber sonst gibt es wirklich nichts Vernünftiges. Und die Teufelsbestie haben immer eine coole Waffe für jeden Charakter. Und diese Teufelsbestie hat eine Waffe für Mila. Schön, dass ich alle anderen 5 nicht besiegt habe. Aber man hat Mila eine coole Waffe bekommen, das ist doch das Wichtigste. Naja, Leute, nur so viel, also ich war in dieser Tatleon-Kluft, ich hab's aufgenommen und werd's wahrscheinlich irgendwie verschnipseln, also im vorigen Part oder so, werdet ihr das dann irgendwie sehen, wie auch immer. Ich lass mir da schon was Schönes einfallen. Leute, und nun ist die Zeit gekommen. Wir werden zum Dimensionsriss reisen, durch den Dimensionsriss, in die Zwischendimension wieder und uns Gaius in den Weg stellen, Leute. Wir wollen Riese Maxian und Olympus vereinen, indem wir das Schiff mal zerstören. Doch ob wir das schaffen werden, kann bis jetzt noch keiner voraussagen. Denn es ist immer nicht zu vergessen Gaius und Musette. Und wer weiß, was da immer noch auf uns warten wird, Leute. Aber wir versuchen es. Wir haben schon so viel geschafft. Wir haben jetzt eine 30-stündige Reise gehabt. Und Leute, die wird doch jetzt hier dann nicht einfach mit so einem negativen Ende enden, Leute. Wir werden es schaffen. Jude, you're up. Can we look before we leap? Less looking, more leaping. Not so fast. What now?
You really think we can beat Gaius and Muse like this? Don't tell me you're getting cold feet. I don't think that's what he's implying. Do we need to take care of any business back in Risa Maxia? We can go back? Yes, we can probably return to Risa Maxia from the Temporal Crossroads. Alvin has a point. We cannot expect help from anyone. In other words, we must be fully prepared. Right. We gotta think these things through. We're on our own after all. Good point. Natürlich könnten wir das. Wir könnten jetzt nach Risa Maxia reisen und nochmal 100.000 Stunden da rumspielen. Aber erstens, warum sagt mir das keiner, bevor ich hier erstmal 2 Stunden hier... Hätte ich die anderen Teufel bisher auch noch alle gemacht, Leute. Das ist mir jetzt wurscht. Schön, entweder dass du mich wieder aus der Stimmung rausgebracht hast, so machst du es gerne. Es ist mir wurscht, Leute. Wir gehen jetzt in die Weltenkreuzung und machen dort Gas alle. Punkt. Ready, everyone? Last one in has to kiss Tipo. Hey, no fair. I gotcha. No need to worry. We're all bound for the same destination. Guess we'll never get the knack for doing things as a group. Hey, it's worked for us so far. I guess you're right. Well, looks like we're up. What? Hey, nice of you to join us. Either we ended up in a different place from last time, or it got a major remodel. Gaius must have used Maxwell's power to alter things here. Where's Leia? Where'd you go? I found another breach like the one we came through. Don't tell me you went in it. I did. It leads to Risa Maxia, so that's the wrong way. Then Gaius and Muse must be that way. This presents a dilemma. I assumed we would just be following the same path as last time. At your age, Rowan, never assume things will be easy! Well said. We have other dangers to contend with besides Gaius and Muse. Better keep our guard up. Let's go, everyone. Wir hätten jetzt nochmal die Chance zurückzukehren und beispielsweise eben die Teufelsbeste zu besiegen, Omega-Elixiere. Zeigen wir mal kurz. Coolste Item, glaube ich, im ganzen Spiel. Ich kann sie leider noch nicht kaufen, aber die kosten auch 20.000 pro Ding. Also werde ich mir wahrscheinlich eh nicht kaufen. Wo haben wir es denn? Hier, stellt KP und TP vollständig wieder her und heilt alle K.O.s. Wie gut das Ganze einfach ist. Wie gut das einfach ist. Aber ich habe 2 davon in dieser Höhle da gefunden. Aber Leute, das ist schon ein geiles Item. Also, hier, wir werden jetzt mal kurz den Gegner noch antesten. Weil wenn du mir jetzt sagst, dass die Gegner so übel stark sind, Leute, dann muss ich das nochmal überlegen. sehen schon mal fies aus. Ich will eigentlich gar nicht kämpfen, Leute, denn wenn ich kämpfe, dann geht meine Anzeige leer. Also, im Gegensatz zu der Grotte sind die Gegner nicht so stark. Ihr seht, die ziehen uns jetzt nicht so echt viel ab und, ja, ich habe auch nicht so viel Leben. Also in der Grotte waren teilweise echt starke Gegner, besonders eben die Teufelsbisse am Ende war hart. Ich habe auch wieder so ein anderes Viech gefunden, so wie was wir schon mal in dieser Wüste so gefunden haben. Wieder mit 60.000 Leben, das war ungefähr 10 Mal eigentlich so stark wie die Teufelsbisse. Ne, macht gleich eine Wasserattacke, macht gleich eine Wasserattacke, macht gleich eine Wasserattacke. So, egal, hilft kein. Also ich muss sagen, eigentlich habe ich das relativ locker hier alles hinbekommen in der Höhle. Also ich setze gar keine Kombi-Artist ein, weil ich ja meine Anzeige hier aufrecht halte. Nee, was machst du? Warte. Artist. Aber wir müssen kurz mal auf Strategie schauen. TP anhäufen. Warum? Nein. TP horten. Du Spacken-Elbe, warum hast du schon wieder so wenig TP, Mann? Wie kriegst du das hin? Das sind Standardgegner, die jetzt mit, was haben sie? 7.000 Leben nicht stark sind. Da gab es Drachen, die hatten, ich glaube, 15.000 Leben in der Höhle. Also, die waren um einige stärker. So. 3.000 Erfahrung. Ja, okay, sie geben etwa genauso viel wie die in der Höhle. Also, ja. Wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich irgendeinen Zusammenschnitt so sehen, was ich da in der Höhle gemacht habe. Hier wird es nach Riese, Maxe. Kannst du nicht mehr... Warte.
Ich will jetzt erstmal die Skizze und dann reisen wir weiter. You don't want to pay Balin a visit? Why? Are you hoping to hear one of his humiliating stories about my past? The more you bring it up, the more curious we get. Natürlich können wir das, Leute. Oder wir können die Welt retten. Was seid ihr denn für Typen, Leute? Wollt ihr nicht sowas wie Welt retten? So, wir speichern erstmal. Ich hab mir hier schön erstmal ein neues Safeguard anlegen. Dann schauen wir mal, was so. Jetzt kommen wir zu speichern. Hopp, hopp, hopp. Leute. Ich habe Angst. Also, wenn wir 20.000 Mal gegen Garo sterben, dann wissen wir, dass wir noch ein bisschen leveln müssen. Also, da wird's zu Mila Schrein gehen. Da zum Dimensionsis, Leute. Und da geht's weiter. Da geht's zu Garus und Muset. Und dort werden wir jetzt hingehen, Leute. Und schauen, was uns dazu erwartet. Ich hoffe nicht allzu Schlimmes. Außer natürlich Garus und Muset, der jetzt nochmal die Kräfte von Maxwell hat. Kein Ding, Leute. Wingo. So you've made it this far. I'm assuming you're not going to just let us pass. Of course not. You should know well enough why I stand before you. Turn back now. You know we cannot oblige to that. Why are you so adamant about meeting His Highness? We must stop him and dispel the schism. It is the only way for the people of Risa, Maxia, and Olympias to come together. So you side with the Olympians now. Your fickle self-righteousness sickens me. I don't understand what His Highness sees in you. You will die here before you become any further burden to him. We'll see about that. Wir haben dich schon zweimal besiegt, dann kommt das nochmal das dritte Mal dazu. So, ich habe mir doch gedacht, dass die Kimmerin nochmal kommen. 66.000 nehmen. Naja, geht. Moderat. Maxwell hatte, also, naja, die. Wir hatten Gegner schon, die hatten mehr. Also, sagen wir es einfach mal so. So. A beginning. Must end. Let it be. By my hand. Elemental Mastery. Ich habe mir das ungefähr 10.000 Mal angehört, weil ich das immer so cool finde und weil ich es halt 10.000 Mal immer eingesetzt hat. Deswegen kann ich das jetzt auch auswendig. So, schon mal 11.000 Leben hier abgezogen. Sehr nice. Elvin, jetzt kannst du natürlich hier wieder, weißt schon, nicht TP horten, sondern alles geben. Obwohl, nicht alles geben. Ich bin, also jetzt mal ganz ehrlich, nichts gegen dich, Winkel. Du bist gruselig und so bla bla bla. Aber ich sag jetzt mal ganz ehrlich, wie es ist. Wingull ist nicht die größte Gefahr. Also, ich würde ihn jetzt nicht unterschätzen. Besonders halt wieder, wenn er seine hässliche mystischen Artes macht. Aber Leute, also, ich habe vor Gaius und Muset schon ein bisschen mehr Angst als vor Wingull. Ich meine, wie gesagt, wir haben ihn schon zweimal besiegt. Und, also, so wie das jetzt zumindest aussieht, hat er jetzt nicht gerade noch neue Tricks drauf. Also, wenn er jetzt nicht gerade das mördermystische Artes raushaut, mit dem er uns Oh, apropos. Nicht auf mich! Ich will nicht, als müsste der Artis abbekommen. Ich will es nicht abbekommen! Töt Elvin! Mach's auf Elvin! Nicht auf mich! Ja, das war gut. Aber Leute, ich hab keinen Bock, immer die mystischen Artis abzubekommen. Es ist so unfair. Die treffen so 80% immer mich. So, jetzt wurden wir hier. Hey, warum werden wir als Einziges eigentlich immer nicht geschockt, Leute? Wundert mich irgendwie voll immer. So, wir setzen nicht mal die. So, jetzt setzen wir mal hier einen großen Depp hier ein. Oh, jetzt sind wir mal hier geschockt. Dankeschön. Übrigens, Leute, ich sag's immer wieder: Der Skill, dass wir. Nerv nicht. Dass wenn Charaktere wieder auferstehen, also dass sie dann wieder voll leben und TP haben, Leute, es ist der wichtigste Skill, Leute, würde ich mal sagen. Weil die Teufelbestie hat schon mal meine Charaktere getötet, keine Frage, weil das ist eine Teufelbestie. Die hatte, ich glaube, 80.000 Leben. Ah, nein! Nein! Ich hab mich! Bitte auf Tut! Nein! Fuck! Ich bin ausgewichen, doch! Oh, Instant Death, ja. Du hast keine Chance gegen das, aber ich lebe schon wieder, was schon sehr cool ist. Aber das war mies, Leute. Ich bin weggelaufen. Ich wollte es. Okay, jetzt zeig ich dir mal hier, was hier die mystische Art ist und so ist. Bam, erstmal hier nochmal Ohrtestor. Und dann das. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der Spruch ist. Warte, wie geht der nochmal? Ich habe vergessen.
Everything must end. Let it be by my hand. Elementary Mastery. So geht das. So, jetzt haben wir noch 13.000. Ey, du Penner. Mit deinem hässlichen Müsen des Rades, Leute. Ich stehe schon wieder da. Ich stehe schon wieder da. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich hab mich. Mach's auf Elvin. Du mochtest. Wenn das jetzt wieder. Okay, er macht's auf Elvin. Ja, dann ist mir wurscht. Das Problem ist halt, Leute, ich will nicht sterben, weil ich will weiterkämpfen. So, jetzt. Denkt er hier mit und greift sie an, weil sie ihn wiederbeleben würde. Achso, er steht schon wieder. Leute, ich hab's gesagt, der Skill, dass wir wieder voll TP haben und voll KP haben, wenn hier jemand stirbt, Leute. Der Skill ist, er ist unglaublich wichtig. Weil besonders gegen die Toughness besser, wo ich schon, also meine Charaktere schon abgenippelt sind, weil die zieht mehr ab als Wingull. Die zieht ungefähr, also mit Standardattacken zieht die ungefähr das Dreifache ab, was Wingull hier abgezogen hat. Und, also ihr seht, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, für den Bossfight haben wir jetzt ein knapp Problem. Okay, er hat zweimal unsere Party getötet, aber Mystic Artist macht eigentlich zu 80% meinen Instant-Kill. So, 40.000 Erfahrungen, dann haben wir noch ein bisschen Level-Up. Und, dieser Skill ist wirklich so wichtig, weil wenn ein Charakter wiederbelebt wird, voll Leben und TP hat, Leute, es ist so gut, Leute. Es ist einfach so gut. So, alle haben nochmal Erfahrung bekommen, Leute, und das war jetzt, denke ich mal, unser erster kleiner Stein, der uns hier im Weg war. Aber ich denke leider, es war auch der kleinste. Albert. His Highness is right. If we destroy the Spyrexes, the world will change. You cannot force the world along a path it has not chosen for itself. That's a revelation I have finally come to accept. Rowan. Only now. You stand there, after all that has transpired. At the front of the fight, how pathetic of you. But I'm not finished with you. I must help His Highness achieve his vision. Why push yourself to the limit? Silence! Wingull, Gaius has not killed all of us for precisely the same reason. That he keeps you at his side. If you were to die here, then Gaius's ideas will... Not another word! Say no more, Albert. Yourself together! Could this be a reaction to the booster? Me. Tiao so so yelte. Veron ha grown seti. Etrusibert. Immoria Gaius. Oinuti. Diora Spiekerospeia. Ja, your seorto. Kumipa. Yuyun Miba. Now what? I can't exactly leap these gaps in a single bound. Har yar har, Alvin! Quit kidding around! Huh? You'll make it. Just flap your arms and believe in yourself. Now who's a big fat liar? Seriously though, what's the plan? No getting back up there. Rowan, I hate to say it, but it's hard to believe Wingull survived that. I know. Still, I think I heard his voice right at the end. What did he say? I could not make out his words,
Regardless, it is not something that requires our attention at the moment. We need to focus on how to extricate ourselves from our present predicament. Right. I think the best plan is for each of us to move forward separately. We're all heading to the same place, after all. This a race? We all know I'll get the Gaius first. Was that lie meant to discourage those of us who will reach him sooner? Whoa, Gramps. Getting feisty. Ha! I'm totally gonna be first! I'll say hi to Gaius for everyone! Zing! Good one, Elise! Happy trails, everyone! Die Musik ist ja geil, Leute. Ich genieße hier gerade die Musik, weil die echt hier schön ist. So, ich muss auch... Okay, also wir sind echt ganz alleine. Nichts gegen euch Gegner, Leute, aber wir müssen dieses Rennen gewinnen. Wir lassen uns doch nicht hier von dem alten Knacker und von dem dicken, fetten Lügner hier besiegen. Das kann doch nicht der Ernst sein. Oder von einem kleinen Mädchen, Leute. Wir werden die fertig machen. Wir sind, beziehungsweise waren irgendwie mal der Herr der Geister. Also das kann... Geht er nicht so hier mit rechten Dingen ab. So, tut mir leid für Wingo, Leute, dass es nicht überlebt hat, aber er hat halt sehr fest an dem Ideal von Gaius gehangen, Leute. Und wahrscheinlich genauso sehr wie eben Gaius selbst. So, nehmen wir das und dann, Leute, weiter! Wir sind als erstes bei Gaius. Oh, nein! Da fällt mir gerade auf, ich will eigentlich gar nicht als erstes bei Gaius sein. Ich habe Angst vor Gaius. So, wir lassen die Gegner sein, weil, ich meine, ganz ehrlich... Ich habe keinen Bock, hier Leben und sowas zu verschwinden. Ich kann mich nicht heilen in der Zeit hier. Und ich denke, wir können die Energie... Ah! Jetzt hast du mir hier mal eine coole Musik versaut. Ein Erdgolem, das ist eh eigentlich nur einer. Aber schau ich mal an, 12.000 Leben, Leute. Da würden wir schon ganz gute Erfahrung bekommen, Leute. Weil, besonders, weil wir auch alleine sind. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich doch nicht. Ich meine, das ist ein Gegner. Und das macht jetzt auch nicht mehr hier die Sache fett. So, da geht die Musik wieder weiter. Ich dachte, wir hätten jetzt aufgehört. Ach, Leute, die Musik gefällt mir. So, ey, das sind ja alle viel zu gut gelaunt eigentlich, weil, obwohl wir hier, ich meine, Gaius entgegentreten. Aber egal, Leute, wir werden ihn auch noch besiegen. Jude! A needless distraction. Oh, Wolfi. Ach, du musst gegen drei kämpfen. Ha! Ah, du bist ja... Was bist denn du für einer? Boah! Der macht ja sogar relativ viel Schaden, oder? Achso, wir hatten ja auch ein bisschen Leben schon vorher verloren. Okay. Legst dich hier mit jemandem an, der die vier großen Geister beschwören kann? Willst du es dir nochmal hier anders überlegen, Wolfi? Du nährst mich gerade. Ganz dann hüpfst du mich durch. So. 7 Erfahrung. Das kannst du behalten. So, the two of us reunited first. I had a feeling that would happen. What a coincidence. So did I. Ich hab's auch gerechnet. Es darf ja nicht hier irgendwie, wenn man da einen Bossfight entgegenschaltet, irgendwie verschiedene Sachen dann sein. So, wir haben noch kurz Lithiumkugeln hier. Und so, ja. Also dann sind wir immer, wenn wir mal auf Gaius stoßen, sind wir schon zu zweit. Das heißt, also ich weiß jetzt nicht, ob noch mehr von den Kimeriden hier sein kommen werden. Ich weiß es ja nicht, weil ich ja die andere Seite hier mit Jude und so nicht gespielt habe. Vielleicht kommen da noch welche, wer weiß das schon, Leute. Aber zumindest, Leute, Gaius Muset gegen Wingo, gegen Mila und Jude. Ich würde sagen, fairer Kampf. Nicht so ganz. Mila. Jude, I trust you well. We have no time to talk. Right. I knew you'd be fine. I'm sure the others are too. What matters now is moving forward. Das ist die richtige Einstellung, Judy Boy. So, gut, dann laufen wir, würde ich sagen. Damit wir sie auch wirklich erreichen. So, eine rote Kugel, das... Oh, wow, cool, Flammen. Sehr schön. So, wir ignorieren immer die Gegner trotzdem. Zack, bumm. Ah, Leute, die Musik ist ja geil. Ah, la, 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 das gefällt mir gerade so gut. Es ist so gut, Leute. So, hüpfen wir weiter. Yeah! Gaius. You've come. Why? Why did things end up like this? No one is to blame. You're right.
Thank you. Muse, return Maxwell to us. The world no longer needs him. No one is unneeded. If he is unneeded, then so are you and I. Shut up! I don't need a stupid lecture from you! And I certainly don't need him! Muse. Hold on. There is nothing left for us to discuss here. You already know that. What's happening? At last I have found you. I shall sever the link between the temporal crossroads and the outside world. Leave those two to me. You fool! How dare you, Maxwell! Do you intend to just seal us away in here? Wait a minute, Maxwell. What about all of Muse's power? I will annihilate this space once I have severed the link. She'll have no time to use her power. Hold on! Our friends are still here too! I am sorry, but it is too late for them. This is our last chance. What will happen to the Schism? When this space collapses, the Schism should vanish. Why? Damn you, Maxwell! Why do you always do this? Muse, I regret putting you through this ordeal. Shut up! I won't let you take everything from me again! Mila, the two of you must return to the outside world. You insolent little... I'm going after Maxwell! Wait, stop! You shall face me instead! Maxwell hört sich nach einem sehr guten Plan an, aber persönlich würde ich jetzt auch eher denken, dass wir ehrlich gesagt lieber erstmal hier unsere Freunde retten. Okay, Level 65. Passt, wir sind Level 66. Das heißt, wir sind stärker als sie. Das heißt, der Kampf sollte kein Problem sein. Wir erinnern uns das letzte Mal, Muzet. Ihr wisst es noch aus meiner Erzählung, aber ich bin ungefähr 10.000 Mal gegen sie gestorben. Hört sich gut an. So, wir machen unsere altbekannte Strategie wieder. Wir Geister, killt sie. So, jetzt haben wir sogar hier Kombi-Artist. Sollte hier leichter fallen. Also der Trick bei Muzet, ich tippe mal, ist dasselbe eigentlich wie beim letzten Mal. Man darf sie einfach nicht attackieren lassen. Wenn sie attackiert, Leute, dann war's das. Die Attacken sind so ultra stark. Und ja, das war's eigentlich schon. So. Ja, komm. So, im besten Fall schaffen wir es, ein mystisches Artist zu machen, weil dann... Also, Muzet ist jetzt echt nicht stark vom Leben oder so her, oder weil sie jetzt ultra viel aushält. Aber ihre Attacken, ihr seht es, wir haben nicht mal viel abbekommen. Und trotzdem haben wir schon relativ viel... Was heißt der relativ viel? Wir haben die Hälfte unseres Lebens verloren, das ist schon viel. Aber all beginning must end, let it be by my hand. Sorry, so, jetzt haben wir es mal richtig hinbekommen, sehr schön. So, ihr seht... Vom Leben und so ist sie echt nicht stark, Leute. Sie hat 40.000, sie hat weniger als Wingull, jetzt hat sie nur noch 20.000. Aber ihre Attacken, Leute. Dude, wäre ganz lieb eigentlich, wenn du das heilen würdest gerade eben. Oder wenn man... verdammt. Genau, das wollte ich nicht. Dude! Oh nein, jetzt kommt sie mit ihren miesen Attacken. Alter, das ist unser Tod. Das ist unser Tod, Leute. So, ja, immer die Attacke mal abgeblockt. So, wir müssen verhindern, dass sie noch mehr von ihren Attacken startet. Nein, jetzt macht sie eine Attacke und ich kann mich nicht wehren. So, ah, Leute, wir können schaffen. Okay, wir können es doch nicht schaffen. So, 1600, doch, das können wir schaffen. Ifrit, töte sie! Puh. Nummer 2, Leute. 50.000 Erfahrung schon wieder, man bekommt so geil viel Erfahrung, Leute. Nummer 2 ist besiegt und das, jetzt wartet natürlich nur noch einer. Gaius. I need more strength. Wait.
She must have gone to Gaius. Let's go. The others must be around here somewhere too. Right. So Leute, die coole Musik ist wieder gekommen. Herausforderer der Geister, ja, so könnte man uns ausdrücken, Leute. Bevor wir jetzt aber weitermachen und versuchen, Gaius endgültig zu stoppen und ich muss auch sagen, Maxwell aufzuhalten, weil Leute, wir können nicht einfach zulassen, dass er uns hier Freunde tötet. Machen wir einen kleinen Cut, Leute, und im nächsten Part kommt dann wahrscheinlich das Finale von Let's Play Tales of Xillia. Bis dahin, ciao.